Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu einem 10-Fakten-Video. Genau, ich habe mir gedacht, das ist mal eine gute Idee, dass ihr mich so besser kennenlernen könnt. Und ja, ich fasse ein paar 10 Fakten zusammen. Und dann. Kenne ich mich besser. Fakt Nummer 1. Ich bin ein Ordnungsfreak. Und ja, ich hasse Unordnung einfach. Das erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist, ja, ich mache mein Bett. Und auch in der Model-Villa oder so in L.A., wie wir da zusammengelebt haben, war ich immer diejenige, die unser Zimmer aufgeräumt hat. Grüße gehen raus an Maureen, Tamara und Nasti. Schweinestall hinterlassen haben. Ja, mehr will ich nicht dazu sagen, aber mich regt das auf, wenn das nicht so schön zusammengeräumt ist, und das ist ein Fakt. Fakt Nummer 2. Ich habe zwei jüngere Brüder. Sie sind manchmal sehr, sehr nervig, aber dennoch habe ich sie lieb. Ja, einer heißt Niklas, einer heißt Jonas. Sie können echt nerven. Genau. Fakt Nummer 3. Ich trinke Säfte immer halb Wasser, halb Saft. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ich Orangensaft trinke, muss ich den immer verdünnen. Halb Wasser, halb Saft. Ich kann das nicht pur trinken. Das ist... Nein, ich mag das gar nicht. Fakt Nummer 4. Ich bin Vize Miss Austria und Mysteria. Also, ich habe bei einer Misswahl mitgemacht, und ja, ich weiß nicht, ob das viele wissen. Ich habe es, glaube ich, nie so richtig irgendwo genannt bei Gentam oder so. Ja, jetzt wisst ihr es. Fakt Nummer 5. Ich war früher total untergewichtig, und das ist auch so ein Fakt, den wissen, glaube ich, auch nicht viele, sondern nur die Leute, die mich echt gut kennen. Ja, also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Das war so Hauptschule und ein bisschen später noch. Aber ich wurde echt, ja, die Zeit war sehr, sehr anstrengend. Und ja, Leute fragten mich, ob ich magersüchtig bin. Und die Zeit hat mich sehr geprägt. Und dann habe ich halt was verändert. Ich habe angefangen zu trainieren und Muskeln aufzubauen. Genau. Ja, ich weiß nicht, falls euch das Thema interessiert, kann ich gerne mal ein ganzes Video darüber sprechen, wie ich es dann geschafft habe, da rauszukommen aus dem wirklich skinny, skinny girl, weil ich meine, ich bin jetzt auch noch skinny, aber ich bin, ja, gesund skinny, und das ist ein Unterschied. Ja, also immer, weil mich viele auch anschreiben, ja, du bist sowieso so dünn und du schaust immer so perfekt aus, und ich hatte auch meine Struggles, und deswegen kann ich euch gern mal die Geschichte in einem extremen Video erzählen. Fakt Nummer 6. Also, ich hatte eine Zahnspange. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die einfach Zahnspangen haben. Und ja, ich hatte oben eine und unten, und echt, echt mega, mega lange, weil ich hatte nicht das Glück, dass ich mit schönen Zähnen geboren wurde. Ja, genau. Ja, aber jetzt sind sie schön. Es hat sich gelohnt. Ja, die Zeit hatte ich auch schon. Zahnspangenzeit. Ja. Fakt Nummer 7. Mein Netflix-Rekord liegt bei 12 Stunden und 8 Minuten. Also am Tag habe ich durchgeschaut. Und Leute, das ist echt krank. Ich bin halt so ein richtiger Netflix-Junkie. Und ich glaube, an dem Tag war ich sogar krank. Weil man liegt im Bett und hat nichts zu tun. Und dann, ja, ist eine Serie schnell mal durch. Und dann hat man schon seine 12 Stunden. Ja, oh mein Gott, das ist richtig krank. Aber das wollte ich euch mitteilen. So, Fakt Nummer 8. Acht, ja. Ich liebe Pfirsich-Nektarsaft.
Also wirklich, Pfirsichnektarsaft. Ich liebe kein Kohle, ich liebe kein Red Bull, ich liebe nichts anderes, aber ich liebe Pfirsichnektarsaft. Habt ihr den schon mal probiert? Ich schwör's euch, Leute. Mein absoluter Favorite. Fakt Nummer 9. Ich hasse Sushi. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso ich das nicht mag, aber ich mag's nicht. Ja, keine Ahnung, ich kann mich mit dem nicht anfreunden, muss ich echt sagen. Ja, okay. Letzter Fakt, Fakt Nummer 10 ist, ich war noch nie in einer Beziehung. Ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, dass ich noch in keiner Beziehung war. Ja, ich weiß nicht, ich hatte noch nie so gepasst und ich warte halt noch auf meinen Mr. Right. Ich bin nicht so eine, die sich da gleich irgendwo hineinstürzt. Ja, keine Ahnung. Hat sich noch nicht so ergeben. Aber ja. Single seit Anfang an. Ja, genau. So. Das war's mit meinem 10-Fakten-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet Neues über mich kennenlernen. Oder, ja, ja, so sagt man das. Genau, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, egal was jetzt ist, wenn ich das Video raufstelle. Auf jeden Fall, ja, seid dabei bei meinem nächsten Video. Tschüssi!